Hi, wir sind Björn Porter und wir spielen heute hier im Nachtleben in Frankfurt. Mein Name ist seines Zeichens Iggy, ich bin der dicke Sänger von Björn Porter und wir werden heute hier eine Show präsentieren. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mit einer anderen Band hier auch schon mal war, mit nämlich Ingrid Faith. Genau. Und ja, kommt mit, seht und vor allen Dingen höret. Heute sind wir auch wieder zu dritt, dann haben wir Micha dabei, ne? Ja. Der war ja letztes Wochenende leider ausgefallen. Ja, zeitlich familiär. Richtig. Ja, das ist ja auch Arbeit im Metro, ne? Das ist auch Geschichte. Morgen geht's weiter nach Köln und übermorgen sind wir in Oberhausen. Oberhausen, in den Kulttempel. Some change in the air. I fear to be forsaken. Alone in the dark. Without anything to cling to, I hold on, I move on. The walls are closing in. Ist das Maximum, was da rausgeht? Ich kann Maximum machen, wenn du magst. Mach mal so. Okay. Ja, also fast voll. Achso, andere Sounds sind dann aber wahrscheinlich deutlich lauter, ne? Ja, soll ich mal was anderes anspielen? Mach mal den lautesten Lautsprecher. Ja. Micha ist gerade auf Klau. Ja, da klopft. Wir freuen uns riesig, endlich wieder hier. Soll ich zugemacht werden? Aber gut, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Wir haben mehr Leute reingekriegt, als ich gedacht hätte. Ja, das hätte ich. Und deshalb hat es schön geschockt. Richtig. Was sagst du zu Frankfurt? Frankfurt rockt. Hat Iggy auch gesagt. Perfekt, sind wir uns einig. Ja. Bist du bereit für ein Fangeschenk der besonderen Art? Von dir? Nee, geh mal zu diesem Mann links und rechts von dir. Ja. Tim? Jetzt gib ihm das Zeug. Ich weiß, ihr habt alle zu Hause. Ach, geil. In der Schule alle Whiteboards. Ja. Aber ich weiß, jeder Lehrer sieht sich bei einer schönen Tafel zurück. Das ist schon krank geil, oder? Das ist schon sehr geil, ja. Das ist sehr, sehr schick. Alter! Nehmen die mit, Alter! Alter! Alter!
unser kleines, aber feines Backstage im Helios 37 hier in Köln. Das Marke The Catering. Nein, wir haben natürlich Buyout, deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. Das sind die Stufen runter. Hier haben wir noch eine Sofa-Landschaft, ein Gehege an Sofas. Schön, man sieht immer wieder was Neues. Ich bin sehr gespannt, wie es morgen in Oberhausen ist. Diese Dreierkombis sind natürlich relativ anstrengend, aber es macht natürlich auch super viel Spaß. Deswegen bin ich schon. Also, ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Wochenenden. Ne? Nächste Woche Leipzig und Hamburg. Und dann haben wir Nürnberg und Berlin und dann das Zugfinale mit dem Doppelkonzert in Hannover. Viel Spaß mit dem Gedöns heute aus Köln. It's time to make it right. I keep you safe and warm. Wir sind viel zu früh, wir sind die Ersten. Ja, dann erzähl mal. Was? Wir sind die Ersten. Ja, das ist voll schön. Ich sitze im Schatten und freue mich. Mein Rücken tut weh. Ja, was machen wir denn jetzt? Weil wir haben noch 3 Stunden bis Get In oder sowas. Tja, keine Ahnung. Finger pro Mexiko, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir nachher noch ein Interview vom Soundcheck, ne? Ja, das ist schön. Da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich. Ja, ich mich auch. Von Nightshade. Wir sind viel zu früh. Wir sind spazieren gegangen. Ich habe einfach eine Schallplatte gefunden. Die ist sogar signiert. Das sagen wir jetzt Iggy. Du weißt, ich war immer ehrlich zu dir, ne? Wir gehen da lang an der Ampel. Auf einmal gucke ich auf den Rasen. Da liegt eine Schallplatte, die ist signiert. Das ist einfach so roter Marmor. Hey, was ist das? Das ist Bragolin. Was ist das denn? Ey, wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber die sieht geil aus.
Hast du jetzt die Platte mitgenommen? Oh, die hat deiner Pfützer weg. Ja, ich weiß. Oh, die wirst du aufarbeiten müssen. Oh. Ja, das ist nicht schlimm. Du bist ja nach einer Aufarbeitung. Mit, hier alleine. Fett, ey. Wow. Ja, ja. Also retten kannst du die nicht mehr, ne? Du hast kein Fest damit, aber trotzdem. Ja, wir gehen spazieren, die liegt da einfach rum. Was ist das? Die kann ja so schlecht nicht gewesen sein, dass man eine Platte so lieb was auf dem Fenster liegt. Ja, vor allem, ich weiß nicht, wer das ist, aber die ist auf jeden Fall signiert. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, ich wollte was Falsches sagen, ich zieh mal meinen Mund. Das ist auch schon wieder so eine Eifersuchtsszene. Ach, du hast die Musik von der Alten so gern.
Nämlich die Awakening und die Awaken Clubs in einem, noch nicht released. Wer will, zugreifen, wir freuen uns. Dankeschön.